Hi, da bin ich wieder. Kurz mal weg gewesen. Und ja, ich wollte jetzt mal den zweiten Teil präsentieren und habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Map erstellen. Wir wollen, dass die Leute, dass unsere Spieler quasi in eine Taverne gehen oder ein Wirtshaus, ein Pub, eine Bar, irgendwie sowas, ja. Dann haben wir diese Begriffe: Pub, Bar, Taverne, Wirtshaus, das sind so die Dinger, nach denen wir suchen müssen. Wir könnten als erstes, erstmal brauchen wir ein Table. Der ist nicht so gut. Den hier, der unten rechts, kann ich nur empfehlen. Und dann gucken wir im Internet nach einem schönen Hintergrund. Weiß ich, Wiese, Gras oder so macht sich immer ganz gut. Aber es gibt auch noch eine einfachere Methode. Und zwar, jetzt sind hier so komische grüne Punkte. Ich hatte hier gerade noch was anderes auf dem Tisch. Wir könnten auch hier bei Workshop bei Steam direkt nachschauen. Und bei Steam haben wir auf jeden Fall noch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier in die Suche nach Pubs gucken. Zum Beispiel Pub. Dann werden hier zum Beispiel ein paar Sachen angezeigt. Haben wir hier, okay, das ist jetzt natürlich nicht brauchbar, ja. Das sind jetzt so andere Spiele, Brettspiele. Wir brauchen irgendwas RPG-lastiges. Und wie man hier schon sieht, das sind alles Kartenspiele. Das ist also nicht das Richtige. Wir könnten auch hier direkt ganz plump nach Dungeon suchen. Und dann hätte man hier, jetzt wird hier was rausgesucht. Jetzt machen wir das hier weg. Und dann werden hier schon viel mehr Sachen angezeigt. Und dann klickst du einfach, wenn du was gefunden hast, klickst du hier auf das grüne Plus und schon landet es dann quasi in deinen Workshop-Ordner. Hier sind ganz coole Sachen bei. Also hier sieht man schon Tiere und sowas. Das habe ich auch alles schon abonniert mit diesem Plus. Abonniert man das quasi und dann hat man hier ganz coole Sachen bei. Also wie gesagt, entweder gibst du hier oben Dungeons, Pub oder gibst selber irgendwas ein, einfach rumprobieren. Oder machst es ganz plump hier über Dungeons und Backgrounds und hast nicht gesehen. Und dann kriegst du hier richtig viele Seiten. Und wenn man hier runterschaut, schau mal, hier 30 Seiten. Also da kannst du dich tot gucken. Tot kannst du dich gucken. Kannst hier zum Beispiel draufklicken, dann wird es geladen. Okay, oder auch nicht. Doch, jetzt. Dann hast du hier, so würde es dann halt aussehen. Ne? Manche packen sogar ein Video mit bei. Würde ich aber nicht anklicken, weil das bei Steam meistens nicht richtig lädt. Also versuch's nicht mit den Videos, das kommt nicht gut. Also bei mir jedenfalls nicht. Ich weiß ja nicht, wie dein Rechner aufgebaut ist. So, hat mir gerade ein Kumpel was geschrieben. Nicht so schlimm. So, ach so, warte mal, genau. Ich mache das mal hier wieder aus, damit ich nicht angeschrieben werde von meinen Freunden, während ich jetzt hier was aufnehme. Ja, ich habe schon mal was vorbereitet, weil es jetzt schon mein zweiter Versuch ist, eine Aufnahme zu starten. Und auch schon wieder habe ich vergessen, die Uhr zu stellen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Man wird ja irgendwann ein bisschen perfektionistisch und man möchte auf jeden Fall, dass alles richtig läuft. Und immer vergisst man irgendeinen Scheiß. So. So, die Uhr läuft wieder. Genau. Wir haben jetzt hier unsere freie Fläche. Und könnte jetzt hier auf Workshop gehen und dann hier gucken, was es alles Schönes gibt. Ich habe eigentlich schon was vorbereitet, also nehme jetzt hier einfach irgendwas raus. Das habe ich jetzt schon gespeichert unter Load Game. Und zwar habe ich das AA Test genannt. Wenn ich es AA nenne, dann ist es ganz oben, wenn man sortiert. Okay. So, wie gesagt, es sollte eine Bar sein, wo man reingeht. Und das war jetzt die erstbeste, die ich gefunden habe. Es lädt jetzt kurz ein bisschen. Tabletop Simulator ist relativ lahmarschig. Und jetzt haben wir hier eine schöne Bar. Das rechte ist quasi das erste Stockwerk, also das Erdgeschoss. Und das linke soll das Obergeschoss sein. Jetzt, wenn wir ein bisschen ranzoomen, wäre das hier quasi der Eingang. Da sind doch Pferde. Das habe ich nicht selbst gebaut. Ja, ich habe davon gar nichts gemacht. Das ist jetzt alles nur Fanbase. Das hat irgendein Fan gemacht und hat sich hier die Mühe gemacht, um das bereitzustellen. Hier die einzelnen Details, hier sind sogar Essensteller. Okay, Blätter würde ich jetzt nicht unbedingt essen, aber
Sehr, sehr hübsch gemacht, ja. Kann man nicht meckern. Für mich muss allerdings ein Pub oder eine Herberge ein bisschen süffiger sein. Ich meine, die ist ziemlich groß und weiträumig und sicherlich zum Spielen und Figuren bewegen ist es ganz praktisch. Aber für mich muss das irgendwie kleiner sein. Also ich zeichne das lieber auf und möchte den Spieler zeigen, wie das ist. Also, ich kann mal ein Beispiel machen, jetzt hier was aufschreibe. Dann werde mal die Farbe auf grün, damit man es auch sehen kann. Jetzt hier kommt ihr in einen Raum, das ist viereckig. Ja. Hier ist der Eingang. Und dann kommen die quasi von hier rein, ja. Und müssen aber hier erstmal so eine Treppe runter. Und dann sind die in so einem Raum, der völlig siffig ist, völlig zugesifft und warm und Rauch überall in der Luft. Die rauchen alle ihre Pfeifen und Kerzen brennen und an den Wänden sind irgendwelche Laternen und so. Von der Decke hängen ein paar Lampen runter. Es sind hier so ein paar große Tische, wo dann die Leute sitzen. Und hier in der Ecke ist noch ein Tisch und die sitzen da und haben ihre Schwerter an den Tischen angelehnt. Kaufmänner haben ihre Reiserucksäcke da und so. Und du kommst gar nicht durch. So muss es für mich sein. Hier hinten ist dann die Theke, wo man dann schon die Wirtin oder den Wirt halt sieht. Und hier hinten ist dann vielleicht nochmal irgendwie ein Kabuff, wo du als Spieler nicht rein kannst. Ja, und das war's. Punkt. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Teil hier. Jetzt haben wir hier also eine schöne Gaststube. Haben aber keine Leute, hier sind keine Leute. Als könnte man sagen, okay, ist ein Rollenspiel, denk dir doch einfach was aus, stell's dir doch einfach vor, so als Spielmeister sagst du einfach, ja, das ist eine volle Gaststube, hier sind viele, viele Leute, aber ganz ehrlich, dann kannst du es so machen wie ich, einfach was aufzeichnen, so eine grobe Zeichnung, wie es ist, dann brauchst du das hier nicht. Und ja, hier fehlen jetzt Figuren. Und die holen wir uns jetzt. Ich habe es hier abgespeichert. Hier geht man auf Menü, dann auf Save Game, das ist abgespeichert. Wir gehen jetzt aber direkt auf den Workshop. Und hier habe ich schon was vorbereitet. Diesmal bin ich besser vorbereitet. Beim letzten Mal musste ich ewig suchen. Ich habe hier das hier mal runtergeladen. Das findet man auch dort. Ihr könnt euch den Namen hier ja gerne aufschreiben. Ich habe den nicht geändert. Genau so findet man das im Open in Overlay. Und ich schwöre, es wird dir als Game Master sehr gefallen. Also, wir klicken da jetzt drauf. Dann wird es geladen. Dauert allerdings ein bisschen. Kommt aber immer wieder auf den Rechner drauf an. Pop, 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 pop. Und jetzt schau dir das an. Wie geil ist das denn? Das sind tausende von Figuren. Richtig Hammer. Richtig Hammer. Und ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich das neu lade, sind hier andere Figuren und wieder neue dazu, andere weg und so. Ja, aber wie euch vielleicht auffällt, sind das alles sehr, sind das teilweise meistens Figuren, die doch ein bisschen was drauf haben. Also sie sehen aus wie wichtige Personen, vielleicht Helden oder sowas, ja. Aber der hier zum Beispiel könnte ein normaler Typ sein. Und dann könntest du den hier rauspicken. So mal ein bisschen raus, nimmst den raus. Legst, stellst du ihn hier hin und kannst mit Rechtsklick auf die Base draufklicken und könntest den jetzt hier umändern. Der heißt ja jetzt Citadin und wir könnten ihn jetzt umnennen in Manfred. Das ist jetzt Manfred. Guck, jetzt hast du über auf der Hand, hast jetzt Manfred drauf. Wenn ich jetzt nochmal raufgehe, könnte ich sagen, er ist alt und knackig. Fällt gerade nichts anderes sein. Ja, und dann musst du mit der Maus ein bisschen länger draufbleiben und dann siehst du, er ist alt und knackig. Naja, sieht man ja irgendwie auch, ne? Gut, dieses Drumherum-Gefriemel ist jetzt ein bisschen nervig. Vielleicht sollte es auch eine magische Figur sein, vielleicht sogar ein Magier, man weiß es nicht. Aber wenn dir diese Figuren hier zu heldenhaft sind, weil wir wollen ja eigentlich einen Wirt vollpacken, ne? Wir nehmen jetzt uns aber trotzdem mal ein paar Figuren raus. Sagen wir mal hier so einen Miliztypen, dann diesen knackrigen Manfred, dann nehmen wir noch diesen hier, den Bogenschützen. Wir sind halt so ein paar Leute in der Gaststube, die gerade Pause machen von ihrer Reise. Dann nehmen wir noch diesen Zauberer hier mit und dann hier diesen Geschichtenerzähler. Ja. Jetzt haben wir uns hier fünf Leute rausgesucht und so.
kopieren uns die einfach mal. Na, so. Jetzt einfach Steuerung C, dann hast du die kopiert. Brauchst du nicht groß abspeichern. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Karte. Einfach Load Game, AA Test. Jetzt wird die Karte geladen. Dauert kurz wieder ein Momentchen. Und dann können wir die da direkt reinstellen. Dann haben wir da schon mal fünf Figuren und dann ist es schon mal ein bisschen belebter. So. Jetzt wieder auf der anderen Seite, muss ich wieder umdrehen. So, jetzt haben wir hier die Figuren. Zack. Oh, nein. Okay, gerade so gerettet. Jetzt stellen wir fest, oh Mann, jetzt kannst du die hier reinstellen. Die ist ganz schön groß. Also die Plattform ist natürlich relativ klein, aber der, also ja, es ist alles ein bisschen groß. Okay, wir machen die ein bisschen kleiner, nehmen die wieder zusammen und drücken jetzt auf der Tastatur das Minuszeichen. Ja, unten rechts bei Steuerung, da wo der Punkt ist. Daneben Minus, da seht ihr schon, ein bisschen kleiner geworden, auch Minus. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Machen wir mal so. Ja, so dass ein Feld, dass es hier gerade so in das Feld reinpasst, dann ist es von der Größe okay. Jetzt brauchen wir aber, sagen wir mal, das ist jetzt hier in der Nähe ist eine Stadt und dieser Miliztyp hier, der ist nicht alleine gekommen. Der hat noch Freunde mitgebracht. Die sehen aber alle gleich aus, sind halt nur Wächter, Miliz, halt, Leute. Dann nehmen wir den einfach so, dass wir den jetzt hier markiert haben. Drücken Steuerung C und dann Steuerung V. Zack, zack, zack. Und die Änderung, die wir schon dran vorgenommen haben, dass es ein bisschen kleiner ist, ist alles übernommen worden, also perfekt kopiert. So, jetzt haben wir also vier Miliztypen, die gerade vielleicht mit ihren Pferden angekommen sind oder so. Man weiß es nicht. Jetzt könnte man denen hier noch Namen geben. Miliz 1, 2, 3 und so weiter. Das lassen wir jetzt mal weg. Das nimmt jetzt zu viel Zeit in Anspruch. So einer, sagen wir mal, ist hier draußen und schreibt gerade seiner Mutter eine SMS. Nein, Quatsch. Genießt die freie Luft. Ist ganz schön dunkel draußen geworden. Jetzt nehmen wir den nächsten. So, die Miliz sind ja meistens immer zusammen. Ist natürlich blöd. Es können jetzt schlecht hier irgendwie drauf. Ja, gut, könnte man so machen. Sieht aber schon ein bisschen kack aus, ja. Aber es ist ja auch eher, ja. Halt, es soll ja den Spielern nur darstellen, was hier los ist, ungefähr. Jetzt könnte man hier dieser Encounter, dieser Zauberer, wir können ja mal ein bisschen ranzoomen. So, es gibt auf der Tastatur, also für das Spiel, ich werde den Tabletop-Simulator vorstellen, gibt es noch die Taste N, wie Nordpol, also N, ja, wenn ihr N gedrückt haltet. Ups. Oh, war die Taste M wie Martha, nicht wie Nordpol, vergiss es. M wie, Mo wie Martha oder wie Mord. Und dann könnt ihr da ranzoomen. Ist vielleicht für die Spieler ganz nützlich. Für den Spielmeister jetzt nicht. Aber ist ganz cool. So. Wollen wir nicht so raus, rein und raus zoomen ständig. So, der sitzt hier hinten. Der sitzt da zum Beispiel. Toll. Der sitzt. Ich mag diese, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan davon. Merkt ihr vielleicht selber, ist halt ein bisschen nervig. Wir machen den noch ein bisschen kleiner, damit er da hinpasst. So. Dann haben wir noch den Abenteurer. Und der latscht hier einfach so rum und liest halt sein Dokument, was er da hat. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch die beiden. Die nehmen wir mal zusammen rein. So. Der hier sitzt, der ist an der Bar. Und der hier sitzt hier auf dem Hocker. So, da haben wir schon mal ein bisschen Leben reingebracht. Jetzt haben die Spieler schon mal was zu gucken, wenn sie hier reinlatschen. Jetzt speichern wir das Ganze wieder ab. Unter AA Test. Und suchen uns noch was raus. Und zwar habe ich hier noch was vorbereitet. Auch ein guter Tipp. Könnt ihr euch aufschreiben. Das ist sehr gut. Das ist die Villager Collection. Ja, die Villager Collection zeigt uns Villager, also Dorfbewohner. Sehr praktisch. Sind leider nicht so viele. Aber hier sind halt auch Kinder dabei. Das ist auch immer schön. Eine hübsche Frau.
Sehr, na, hier haben wir noch ein paar. Oh, sogar eine Schmiedin. Hat wohl eine Feministin gebastelt, die. Sind ja fast alles nur Weiber. Ah, hier sind die Kerle. So. Guten Schmied macht jetzt nicht so unbedingt Sinn. Wir könnten die hier mitnehmen. Und die hier. Ein paar hübsche Mädels. Die alte. Eine Waldläuferin. Dann nehmen wir noch die hier. Die sieht aus wie so eine Bordsteinschwalbe. Und dann vielleicht noch, naja, ein Kind macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn in so einer Gaststube. Aber wir könnten hier noch den Ritter mitnehmen und den Herold. Ja. Machen wir dasselbe Spiel wie vorhin. Steuerung C. Dann sind die kopiert. Das ist alt und überschrieben. Dann gehen wir wieder zurück in unser Game. Und gehen auf AA-Test Red Bar In. So. Das dauert jetzt nochmal ein Weilchen. Ich denke mal, ich wollte eigentlich das Video nur 15 Minuten lang machen. Jetzt sind wir schon fast bei 15. Ich mache das mal ein bisschen länger, so 20 knapp. Das sollte reichen, denke ich mal. So, jetzt haben wir die hier. Ich packe die mal ein bisschen weiter weg, weil das hier ist auch eine Platte. Müssen wir aufpassen. Und die müssen ja wieder ein bisschen kleiner. Wieder auf Minus. So, aber guck mal, die sind eigentlich schon relativ klein. Aber ich habe die mal gerne noch ein bisschen handlicher. Jetzt haben wir hier diesen einen Krieger. Der könnte hier hinten sitzen. Oh, es ruckelt ein bisschen. Ich hoffe, das merkt man nicht so. Die Bordsteinschwalbe, die könnte hier draußen sein. Jetzt haben wir auch einen Grund, warum der draußen ist. Der schaut sich nämlich das Mädel da an. Die alte hier, die ist vielleicht hier oben. Im zweiten Stockwerk. Vielleicht ist es die Klofrau. Haben wir hier ein Klo? Wir haben kein Klo hier. Doch hier. Das Bad. Ja, das ist die Badfrau. Ne? Die sitzt da drinnen und macht halt immer sauber. Kümmert sich um alles. Das ist ihre schöne Tochter. Ein Grund mehr auf Klo zu gehen. Der Herold, der sitzt auch schon auf seinem Zimmer. Da seine Wachen haben ihn bis hierher begleitet. Der macht sich schon. Macht sich schon seine Notizen. Was haben wir denn hier für eine? Das könnte eine Wirtsfrau sein, oder? Ah ja, den Wirt haben wir vergessen. Naja, könnte hinhauen. So, die ist hinter der Theke. Und wieder zurück. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier noch eine Adlige und vielleicht ihre Leibwächterin. So, die beiden, die sind vielleicht auch hier. Sagen wir mal, die sitzen. Dann haben wir gleich eine kleine Geschichte. Die sitzen hier beide. Und die suchen halt Abenteurer, die sie beschützen können. So. Haben wir also storytechnisch schon mal ein kleines bisschen was gemacht. Ja. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen. Die Spieler sind ja nur hier unten. Und die sehen ja nicht alles. Dann könnte man den Nebel einschalten wieder. Und sagen, das hier sieht er nicht. Obwohl, das ist Quatsch. Das hier sehen die nicht. Lüpp. Da sind quasi, ich weiß gar nicht, ob das klappt. Das ist Badezimmer? Was ist denn das Grün? Ah, könnte ein Geheimnis sein. Hier ist ein Hintereingang. Und diesen ganzen Bereich, den sehen die Spieler natürlich auch nicht, weil die sind ja unten und nicht oben. Zack. Jetzt können wir mal testen, was sie sehen. Wir sind ja im Game Master Mode. Da sieht man ja sowieso alles. Da gehen wir mal auf Weiß. Und das ist jetzt der weiße Spieler, sieht quasi von oben nichts. Und hier hinten, ja, habe ich halt blöd gemacht, würde der theoretisch auch nichts sehen. Ja, ist wirklich ein bisschen blöd. Das trotzdem, aber ist ja nicht so wichtig. Hier ist die Treppe nach oben. Ja. Dann haben wir das soweit. Könnte man das abspeichern und dann wäre es fertig. Aber es gibt noch was, was ich gerne zeigen möchte. Ist mir noch eingefallen vorhin. Und zwar, na, das war das Falsche. Auf die Chest wieder zumachen. Und bei der Chest haben wir hier unten bei Tools, da, unten links, habe ich schon aufgemacht, haben wir hier noch ein paar coole Sachen. Einmal das hier als Spielmeister für dich. Perfekt. Das hier auch ein super Instrument, um ein bisschen Stimmung zu machen.
Und weil manche Spieler immer relativ schnell weg müssen, mache ich immer gerne eine Uhr hin. Die sagen, ich kann heute aber nur bis 10 spielen. Dann machst du halt hier so eine Uhr hin, damit die halt immer ihre Uhr im Auge haben. Also theoretisch, wenn die das auch im Fenstermodus spielen, das Spiel, haben die natürlich ihren PC, wo sie auch immer alles sehen, aber ja. Auf diese Notecard klickt man mit Rechtsklick drauf und hast dann hier oben wieder die Überschrift Test. Karte. Und hier unten könnte man reinschreiben, die Frau und ihre Leibwächterin sprechen den ersten Helden an, der an ihrem Tisch vorbeikommt, vorbeiläuft. Machen wir es mal so. Punkt. Das ist jetzt nur eine Notiz für mich. Das hat jetzt überhaupt kein Scripting oder keinen Hintergrund. Aber jetzt weiß ich, okay, Leibwächterin, alles klar, weiß ich, das sind diese beiden hier. Die Spiele laufen wahrscheinlich hier rein und dann erstmal dahin. Vielleicht laufen sie auch hier vorbei. Man weiß es nicht. Und hier, das Ding wollte ich euch auch mal zeigen, da müssen wir ein bisschen ranzoomen. Und jetzt könnte man als Hintergrund zum Beispiel, was nehmen wir hier? Cinematic, Classical. Und das ist jetzt quasi, die läuft jetzt die ganze Zeit im Hintergrund und wäre quasi jetzt die Hintergrundmusik für dieses Ding. Ich habe mittlerweile für den Hintergrund allerdings noch fast noch eine bessere Sache gefunden, weil bis jetzt, soweit ich weiß, gibt es noch nicht die Möglichkeit, eigene Songs dort reinzustecken. Du hättest halt zur Wahl noch das Tablet, aber das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist keine gute Idee, vor allem wenn Spieler von euch ein Holz-PC haben, also einen Scheiß-PC haben, und dann leckt das ohne Ende. Das ist nicht zu empfehlen. Vor allem bei größeren Gruppen ist geht gar nicht. Deswegen entweder das da, da gibt es halt mehrere verschiedene Songs, dann kann man die auf Endlosschleife lassen oder wenn es halt nervt, nur am Anfang laufen lassen und dann später ausmachen. Könnte man den Hintergrund, ja, passt ja irgendwie. Ist ja Wiese, draußen ist ja auch grün. Das wäre jetzt so eine Idee. Ja, ich habe eine andere Sache gefunden, und zwar kannst, also ich quatsche quasi mit meinen Leuten über TeamSpeak und es gibt bei TeamSpeak eine Soundbar und mit dieser Soundbar kann ich quasi Musik mit einbringen. So wie das hier, nur dass ich das direkt wie Stefan Raab über Knöpfe mache. Die Jugendlichen heutzutage, die wissen das schon. Ich werde auf jeden Fall mal den Link da unten reinpacken. Es macht auf jeden Fall Sinn. Also ich habe zum Beispiel von World of Warcraft bin ich in eine Taverne reingegangen. Ich habe alle Geräusche ausgemacht, dass ich man hört keine Schritte mehr, man hört die scheiß Musik nicht mehr, man hört gar nichts mehr. Man hört nur die Hintergrundgeräusche. Also nur dieses müsst ihr einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Geht in irgendein Spiel, in irgendeine Taverne rein und macht alles aus, bis auf den Hintergrund, Hintergrundgeräusche. Das sind dann nicht Schritte oder so, sondern das ist halt dieses, ja, ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Aber dann könnt ihr quasi den Hintergrund einer Taverne aufnehmen und das dann hier abspielen lassen. Das kommt richtig geil. Also es kommt richtig geil. Ich habe jetzt leider hier kein Beispiel. Nichts vorbereitet, ist mir jetzt gerade erst mal jetzt eingefallen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall mal einen Link nochmal da lassen, wie das heißt für ein TS. Und was wollte ich noch da lassen? Das war's. Ja, okay. Gut, ich glaube, ich hoffe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und es hat euch gefallen. Habt ihr ein bisschen was ausschreiben können, ein bisschen was gelernt. Ja, wie gesagt, bei den bestimmten Stellen einfach Pause drücken und dann könnt ihr euch das abschreiben.
wo man das am besten findet, falls ihr da einfach nichts rausfinden könnt. Und ach genau. Und zwar habe ich, jetzt sind wir doch schon über 20 Minuten. Scheiße. Ich mach mal wieder aus. Ich habe was vergessen. Das habe ich im letzten Video, das was ich leider wieder gelöscht habe, habe ich das schon mal erwähnt. Und zwar kann man ja, ich speichere das mal ab. Kann man das vielleicht nächstes Mal nochmal erweitern mit Monstern. Ich speichere das mal ab und jetzt gehe ich mal in den, also meine Flip Table. Ist der ganze Scheiß erstmal weg. So. Weg. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Das hier. Bop, 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 bop. Oh, jetzt kommt. Oh, scheiße. Okay. Scheiße. Ja, die fliegen immer noch Sachen immer noch runter. Jetzt kommt alles runter. Müssen wir nochmal komplett neu machen. Okay, Konzentration, Benjamin. Also. Folgendes. Die Sache ist die. Man kann natürlich hier auch eigene Karten erstellen. Entweder man lädt sich einfach mit Copy-Paste vom Bild, das Bild aus dem Internet und dann kann man es hier hochladen. Das kann zum Beispiel das Bild von Chuck Norris sein. Das könnte aber auch ein Hintergrund sein von einem Wald. Kann alles Mögliche sein. So. Aber das Coolste ist, wenn du halt selber was erstellen möchtest und du möchtest nicht mit Einzelteilen den Dungeon bauen, sondern du willst lieber was malen, weil du dir schon so einen Plan gemacht hast, dann kannst du entweder mit deinem Handy ein Foto von deinem Bild machen, was du gerade mit Bleistift aufgemalt hast, oder du malst es mit Paint. Ich mache das mal mit Paint. Sieht zwar mega krass billig aus, aber dann verbessere ich das mit Hintergrundsachen und Models und hast du nicht gesehen. Und dann bin ich ja noch als Spielmeister da, der dann nochmal die Fantasie beflügelt. Und da packe ich nochmal einen Link rein, weil da gibt's, habe ich ein Programm gefunden, damit kannst du kostenlos deine Sachen hochladen. Aber du musst sie nämlich erst hochladen, damit du sie hier dann überspielen kannst, weil du siehst ja hier, URL wird hier gesucht. Das heißt, du kannst hier nur Sachen reinpacken, die du aus dem Internet rausholst. Oder? Ja, nur aus dem Internet. Und das ist, ist halt wichtig. Das ist halt schon sehr wichtig. Okay. Ja, dann packe ich da auf jeden Fall auch nochmal einen Link mit rein von dem Programm, womit du dann Fotos und so weiter ins Internet hochladen kannst und dann, wie du das dann auf was achten musst und so weiter und dann passt es. Dann weißt du da Bescheid. Gut, Bild hochladen, muss ich mir mal aufschreiben, dass ich es nicht vergesse. Nachher in der Bearbeitung. Bild hochladen. So. Okay, jetzt sind wir aber fertig. 25 Minuten. Yeah, voll gut. Okay, dann macht's mal gut und bis dann. Ciao.